Das macht Intros zu heimlichen Superhelden. Viele Mythen und Vorurteile ranken sich um introvertierte Menschen. Wer sich selbst gerne bedeckt hält, steht schnell in dem Ruf, ein Geheimnis zu hüten, vielleicht sogar gleich mehrere. Fakt ist jedoch, dass dieser Typus Mensch lieber im Hintergrund agiert und den großen Auftritt scheut. Introvertierte sind nicht notwendigerweise schüchtern oder leiden gar unter einer Sozialphobie. Es ist mehr so etwas wie eine Charaktersache, ob man den ständigen Kontakt zu vielen Menschen braucht oder am liebsten Alleinherrscher im eigenen Mini-Universum bleibt. Wir möchten dir heute ein wenig mehr über die geheimnisumrankten introvertierten Menschen verraten und beginnen mit ihren verborgenen Kräften, die sie zu regelrechten Superhelden des Alltags küren. Nummer 1. Für ein motiviertes Team sind Sie die geborenen Anführer. Dieser erste Punkt mag überraschen, doch Introvertierte sind nicht automatisch dazu bestimmt, jemand anderem zu folgen. Einige von ihnen besitzen enormes Führungspotenzial, vor allem deshalb, weil sie mit Selbstkritik nicht gerade sparsam umgehen. Allerdings brauchen sie ein Team unter sich, das gewinnen, abliefern und erfolgreich sein möchte. Als Animateure oder Motivationstrainer sind Intros nur bedingt geeignet. Nummer 2. Langeweile kennen introvertierte Menschen nicht. Im Universum der Intros ist kein Tag wie der nächste. Sie sind wahre Naturtalente, was die Stillbeschäftigung betrifft, und verfügen außerdem über viel kreatives Potenzial. Sie lieben es auch, manchmal einfach nichts zu tun und ihren Gedanken nachzuhängen. Diese Phasen des scheinbaren Faulenzens dienen ihrer Reflexion und stärken zugleich ihre Resilienz. Ganz nebenbei entstehen neue Ideen und echte Geniestreiche quasi wie von selbst. Nummer 3. Sie bleiben länger am Ball. Warum Introvertierte über mehr Durchhaltevermögen und Ausdauer verfügen, wenn sie sich einer Sache einmal verschrieben haben, ist nicht leicht zu erklären. Vielleicht verfügen sie einfach über bessere Reserven, weil sie ihre nicht so leichtfertig einer oberflächlichen Geselligkeit opfern. Was sie sich vornehmen, bringen sie zu einem guten oder zumindest akzeptablen Ende. Nummer 4. Kreative Problemlösungskompetenz liegt ihnen im Blut. Wer sich viel Zeit zum Nachdenken nimmt und über geschärfte Sinne im Umgang mit anderen verfügt, kann diese beiden Startvorteile laufend nutzen. Unter anderem glänzen Introvertierte nämlich mit einer überdurchschnittlichen Problemlösungskompetenz, die sich wirklich sehen lassen kann. Sie denken um die Ecke und ziehen Schlüsse, wo andere keinen Lichtstrahl am Ende des Tunnels erkennen können. Nummer 5. Sie knüpfen weniger, aber dafür tiefgründigere Kontakte. Sowohl Freundschaften als auch berufliche Netzwerke sind bei den Intros dünn gesät. Die Kontakte allerdings, die sie einmal implementiert haben, pflegen sie mit größter Sorgfalt und Hingabe. Ihnen ist Qualität immer wichtiger als Quantität, so auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wer sie zu seinem inneren Kreis zählen darf, kann sich glücklich schätzen. Intros sind sehr loyal und zollen dieser Eigenschaft umgekehrt ebenfalls Tribut. Nummer 6. Mental und spirituell sind sie gefestigt. Vielleicht liegt es an der vielen Zeit allein, vielleicht aber auch daran, dass Introvertierte nichts und niemanden wirklich brauchen, um glücklich zu sein. Ihre spirituelle Seite zeigt sich meistens sehr ausgeprägt und auch mental dürfen sie sich über echte Stärke freuen, die so schnell nichts aus dem Gleichgewicht bringt. Qualitätszeit allein sorgt dafür, dass die Prioritäten neu geordnet werden. Alle Impulse, die von außen kommen, werden jenen von innen nachgereiht. Nummer 7. Sie profitieren von ihrer scharfen Beobachtungsgabe. Einem echten Intro entgeht so schnell nichts. Diese Charaktertypen haben einen sechsten Sinn für Stimmungen und Launen und können ihre Mitmenschen recht schnell sehr treffend einschätzen. Ihre detailverliebte Wahrnehmung macht ihnen so nicht nur das Miteinander einfacher.
Sie führt auch dazu, dass sie vieles sehen und bemerken, was anderen entgeht. Nummer 8. Introvertierte verfügen über ein hohes Maß an Eigenmotivation. Wer mit sich selbst zufrieden und sogar glücklich ist, braucht keinen Applaus von anderen, um in die Gänge zu kommen. Alles, was Introvertierte in ihrem Leben bewegen und bewirken, tun sie aus eigenem Antrieb. Sie wissen ganz genau, wo die Reise für sie hingehen soll und wie sie dieses Ziel am schnellsten erreichen. Rückschläge nehmen sie zur Kenntnis, aber nicht allzu ernst. Was sie wollen, das bekommen sie für gewöhnlich auch. Nummer 9. Sie pflegen einen strengen Moralkodex. Warum das so ist, wird wohl auf ewig ein gut gehütetes Geheimnis der Introvertierten bleiben. Doch überdurchschnittlich viele von ihnen nehmen Werte wie Ethik und Anstand, Prinzipien und Tradition sehr ernst. Einen locker lässigen Umgang mit den Grundfesten einer zivilisierten Gesellschaft wird man einem Mitglied der Spezies Intro nur selten anmerken. Sie stehen zu ihren Überzeugungen und riskieren lieber schiefe Blicke oder eine handfeste Diskussion, als sich von diesen zu verabschieden. Nummer 10. Introvertierte besitzen ausgezeichnete Fähigkeiten zur Selbstreflexion. Wer gerne, oft und viel Zeit mit sich allein verbringt, hat genug Möglichkeiten, sich einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Introvertierte nehmen die Sache mit der Selbstwahrnehmung nicht auf die leichte Schulter. Sie evaluieren mindestens einmal am Tag ihre Leistungen und ihr Verhalten. Wichtig ist ihnen dabei weniger, ob sie bei ihrem Umfeld gut ankommen oder diesem vielleicht sogar auf den Schlips getreten sind. Aber ihre eigenen Ziele möchten sie um gar keinen Preis aus den Augen verlieren. Sie haben klare Vorstellungen davon, wie jeder Tag strukturiert sein soll und wie viel an Output man sich von diesen Vorgaben erwarten kann. Bleiben sie hinter ihren Möglichkeiten zurück, gibt es Tadel aus den eigenen Reihen. Doch meistens können sie ganz zufrieden mit sich sein. Unser heutiges Fazit: Erstklassig auf den zweiten Blick. Introvertierte haben nach wie vor mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Sie gelten als verschlossen, werden manchmal sogar als arrogant und distanziert wahrgenommen oder unsozial. Dabei sind sie nichts von alledem. Sie brauchen nur nicht ganz so viel zwischenmenschlichen Kontakt und Konversation wie andere Leute. Doch bekanntlich und Gott sei Dank gibt es keinen Nachteil ohne Vorteil. Die Zurückhaltung, die Intros an den Tag legen, bringt für sie gleich eine ganze Reihe an positiven Nebeneffekten mit. Umringt von den richtigen Leuten erweisen sie sich als höchst talentierte Führungskräfte, kreative Problemlöser, Alleinunterhalter und äußerst hartnäckige Zeitgenossen, wenn es um das Erreichen von Zielen geht. Sie halten ihre Werte hoch und schätzen wahre Freundschaft über alles. Ihr Selbstbild ist kritisch und niemals schön gefärbt. Wer jemanden wie sie an seiner Seite hat, darf sich aufrichtig freuen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.